Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder mal auf der Galgenberg. Ja, Freunde, nachdem wir ja im Livestream die lange Nacht der Landwirtschaft hier ja schon ein bisschen wieder was vorgearbeitet haben, Felder gekauft haben und einiges schon wieder vorbereitet haben für die neue Saison sozusagen. Aber wir sind ja noch im Februar und deswegen möchte ich noch ein bisschen hier was tun. Ich habe nämlich hier nicht umsonst den Fan stehen mit dem Gruber. Ich sage auch gleich, worum es da geht oder ging. Denn wir haben da hinten auch, man sieht es in der Entfernung, schon wieder mal unser Güllefass am Start. Und mir ist dann aufgefallen hier bei diesem neuen Feld, das wir hier gekauft haben, dass wir hier unbedingt düngen müssen. Den pH-Wert, da ist noch okay, aber wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen Dünger ausbringen. Und das heißt Flüssigdünger mit dem Lintrag. So, ja, was habe ich hier mit dem Fendt gemacht? Wir hatten es ja im Livestream davon, dass wir natürlich dieses Feld gekauft haben, um dann hier einen Weg zu basteln, der uns dann zu unserem Schweinestall führt, damit wir hier auf jeden Fall dann entsprechend, ja, ich sag mal, besser hantieren können, besser jedenfalls mit dem Schweinefutter, mit dem Anhänger dann auch dann rankommen. Jetzt habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Wir werden jetzt den Weg hier noch nicht pflastern, sondern ich habe hier einfach mal ein bisschen gegrubbert, damit es einfach ja ein bisschen flacherer ist und nicht so holprig wie hier über diese Fläche. Denn hier werden wir jetzt erstmal nichts anbauen. Wir werden es kalken, wir werden es düngen, wir werden es soweit vorbereiten. Auch das hat einen Grund, den ich euch später erzählen werde. Aber wir werden da jetzt hier noch nichts machen, denn ich will dann einfach auch sehen, wenn wir hier das Feld bestellen, so ab hier, ob es dann auch dann passt, ob wir dann rangieren können und ob das funktioniert, bevor wir anfangen zu mahlen, damit wir auch nicht unnötig viel Land, auch wenn wir genügend davon haben, verlieren. So, was habe ich sonst noch vorbereitet? Wir spurten jetzt mal rüber zum Warrior. Und wie es so bei mir immer die Art ist, wird hier immer ein bisschen vorgedüngt auf den Feldern. Wir haben ja genügend Gülle, wir haben genügend Gärreste, also bringen wir das Ganze auch aus. Dieses Gerätchen, das werden wir jetzt gleich verkaufen. Aber jetzt machen wir erstmal noch das Fass leer, denn der Vorteil von diesem Feld ist natürlich, dass wir ja unseren Schweinestall und die Schweinchen produzieren ja auch jede Menge Gülle in der Nähe haben, so dass wir direkt hier auch die Felder dann mit den entsprechenden Gerätschaften vordüngen können. Jo, so, hier machen wir aber wie gesagt das Fass noch leer. Vorgewände habe ich bereits gefahren. Und dann geht es damit zum Händler und dann holen wir das neue Güllefass. Im Prinzip ja, dasselbe, nur eben eine Nummer größer. So, da können wir noch eine Bahn fahren, fast so wie es aussieht. Und hier wächst schon wieder irgendwas. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass wir das auf jeden Fall zu unseren Maisfeldern machen. Wir werden, denke ich, ein Feld, das kleinere hier, das werden wir dann wieder nehmen für Futtermais und das andere Feld hier hinter uns, denke ich, wieder zum Häckseln. So, jetzt immer leer. Wir klappen zusammen. Und dann fahren wir einfach mal vorne hin. Auf die gegrubberte Fläche. Und wie gesagt, die Idee ist halt einfach. Ja, komm, mach zu. Die Idee ist einfach, dass wir hier dann genügend Rangierfläche haben und dass wir einen direkten Weg dann haben für unseren Anhänger, um die Schweinchen zu füttern. So, warum will ich diese Fläche hier noch nicht zupflastern? Ja, das hat eigentlich folgenden Grund. Zumindest bin ich der Meinung, dass das so ist, dass wenn man hier natürlich, und wie ihr seht es ja, wir haben hier einen Wert von 57, deswegen möchte ich diese Fläche hier noch nicht bearbeiten, damit wir die auf jeden Fall düngen, kalken und auf die entsprechende Stufe bringen können, damit natürlich die Umweltwerte auch nach oben gehen. Ihr wisst es ja, ich bin ein Freund von guten Umweltwerten und vor allen Dingen von einem Bonus auf unsere Verkaufspreise. Und ich bin halt immer der Meinung, dass die Flächen, wo wir hier schon gearbeitet haben, zum Beispiel diese hier, ja, da haben wir zum Beispiel gar keine Bewertung mehr. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, also ob das Einfluss auf die Gesamtbewertung hat.
Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich meine, hier haben wir zum Beispiel auch einen Weg lang gezogen, haben dadurch natürlich auch ein bisschen Fläche verloren. Und wir kommen hier nicht auf 100. Ich bin mir auch gerade überlegen, hatten wir nicht irgendwo ein Feld hier auf 100? Hier haben wir zum Beispiel 99. Naja, okay, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich jetzt hier erstmal Nuscht machen will. Oder sage ich mal, die zwei Gründe. Einmal, um zu sehen, wegen dem Rangieren, wie viel müssen wir eigentlich pflastern. Und das zweite ist eben, um ein bisschen hier die Bodenbewertung hoffentlich nach oben zu kriegen. So, wir fahren zum Händler. Wir fahren zum Händler, geben dann dieses Güllefass ab. Und dann holen wir uns das Neue, das bereits dort parat steht. Ich hatte ja ein bisschen überlegt, weil man kann natürlich bei den Güllefässern ja auch ein bisschen variieren. Zum Beispiel auch mit Schleppschlauch oder zum Beispiel auch mit einem Grubber. Ja, es gibt ja Güllefässe, die haben dann so 6 oder 7 Meter Arbeitsbreite, nur in Anführungszeichen. Die haben wir, glaube ich, über 20. Und die haben aber die Möglichkeit, dass man eben auch gleich das Feld grubbern kann, wenn man die Gülle ausbringt. Und da war ich auch ein bisschen überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber da wir ja hauptsächlich Direktsaatmaschinen haben, außer jetzt natürlich die Einzelkorn. Jetzt bin ich aber am Überlegen. Die Einzelkorn. Aber da müssen wir ja sowieso meistens das Feld davor pflügen. Naja, ich weiß nicht. Also ich habe es jetzt jedenfalls nicht gemacht. Ihr seht, also das ist hier praktisch die 15,5, wenn ich richtig weiß. Und hier haben wir das Ganze dann etwas größer, nämlich mit 18. Wir schauen mal kurz rein. Wir können eigentlich auch da reinschauen, wo wir ja schon haben. So, hier. Und zwar Güllefässer, da haben wir sie, hier von Fliegel, der hat jetzt 18, das ist der neue, den wir haben, und der hier hat 15,5, yep, aber beides eben mit Schleppschläuchen. So, 225 PS, hier brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Spouts, aber das sollte nicht das Problem sein, jedenfalls nicht für unseren Warrior. So, das Ganze hier wird jetzt verkauft, genau, und bringt nochmal 36.000, okay, zack. Sehr schön. Und dann schnappen wir uns den neuen. Und fahren damit zum Schweinestall und werden da auf jeden Fall erstmal Gülle aufnehmen. Ja, früher oder später müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir uns so ein Überladekanister oder Überlade... Wie heißt das Teil? Augenblick. Warte. Hier Gülle, hier sowas. Zum Beispiel, das nennt sich Feldrandcontainer. Jetzt habe ich es. Den Feldrandcontainer, den gibt es auch in verschiedenen Größen. Da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir dann damit arbeiten, wenn wir wirklich die größeren Felder haben. Sonst müssen wir dann doch zu häufig zum Nachtanken fahren. Aber wir haben ja auch noch ein kleines Güllefass mit 15.000 Litern. Damit kann man natürlich dann im Prinzip auch eine Fuhre ohne Probleme dann erstmal zum Feld bringen. Und kann dann erstmal wieder aufladen bzw. auftanken. So, hier geht's lang durch den Kreisverkehr. Und hier rechts ab zum Schweinestall. Die beiden Felder hier rechts und links sind soweit jetzt auch unsere. Habe ich vorbereitet für Gras. Hier werden wir also die Graswirtschaft ein bisschen vorantreiben. So, jetzt müssen wir da ranfahren. Hier ist die Überlade für die Gülle. So, läuft. Wir können mal schauen, was zeigt er denn an. Oh ja, hier ist genügend Gülle drin. 36.000. Ein Punkt ist, dass es hier ewig dauert, bis die Gülle überladen ist. Aber okay, in der Zwischenzeit sprinten wir mal zu unserem... Da ist er, der Lindtrack. Und können den schon mal vorbereiten. Den bereiten wir jetzt mal vor für das Düngen unseres Feldes mit der Spritze. Aber es ist ja langsam Zeit wieder für die Arbeit. Deswegen heißt es auch ein bisschen Maschinenwartung, dass wir die Maschinchen, die wir jetzt aufs Feld bringen, dann auch erstmal ein bisschen pflegen. Den Lindtrack, den habe ich schon gewartet, denn ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Hier haben wir ja unsere Waschplatte. Dann packen wir direkt nebendran auch gleich hier eine kleine Werkstatt hin. Dann haben wir zwei. Sind wir ein bisschen flexibler. Zip.
Aber ich denke, hier macht es einfach ein bisschen Sinn, wenn es eben nebendran ist. So, und das müssen wir. Und jetzt muss ich mal überlegen. Der Lintrack, der ist soweit okay. Gewicht ist auch okay. Ja, konfigurieren. Gibt es da was zu konfigurieren? Punktuelle Unkrautbekämpfung haben wir. Nee, sonst gibt es da nichts mehr weiter zu konfigurieren. Wir müssen auf jeden Fall, weil da ist Herbizid drin, erstmal das Herbizid ausladen. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte. Wir müssen natürlich Pflegebereifung, glaube ich, drauf machen. Pflegebereifung, das war das Thema. Wir haben ja Fruchtzerstörung und ich bin mir nicht sicher, in welcher Wachstumsphase wir jetzt sind auf dem Feld. Also machen wir hier konfigurieren. Pflegebereifung, bingo, passt. So, dann müssen wir das Ganze, glaube ich, wieder anhängen. Ja, ja, sehr schön. Gewicht und Spritze wieder dran. Motor an. Und jetzt müssen wir umladen. Ich bin der Meinung, wir haben noch einen Kanister mit Dünger da. Ich bin der Meinung, wir haben noch was. So, dann werfen wir den jetzt erstmal irgendwo hier hin. Einmal bitte entladen. Okay, und ich denke, der da oben, jetzt schauen wir mal, ob das reicht, wenn ich da nur so ranfahre. Oh Mann, Charlie springt da hinten wieder hinter dem... Ich fasse es nicht. Ist er da aufs Fass gesprungen? So, jetzt bin ich mal gespannt, was er nimmt. Ja, wir müssen mal kurz die Hilfe wieder einschalten. Feldspritze auffüllen. Sehr schön, er nimmt den... Okay, viel war es nicht. Ich habe so den Verdacht, wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Händler fahren und uns das ganze Ding hier voll machen. So, dann machen wir das auch. Denn ich denke, 332 Liter wird nicht reichen. Ist sowieso nicht verkehrt, denn wir brauchen ja diesen Flüssigdünger auch für eines unserer Gewächshäuser. Dieses Hydrokulturgewächshaus, da brauchen wir auch Dünger. Das heißt, so oder so müssen wir demnächst mal beim Händler wieder einkaufen und entsprechende Verbrauchsmaterialien zum Hof bringen. Das wäre eben Herbizid, Dünger und Substrat für das Gewächshaus. Ja, da werden wir mal eine größere Einkaufstour demnächst machen. Servus! Ja, da haben wir uns an der Test, nochmal von vorne, da haben wir uns auch tatsächlich während dem Stream nochmal einige Felder gekauft. 3 Stück, das heißt, wir haben für dieses Jahr auf jeden Fall genügend zu tun. Finanziell stehen wir ja auch ganz, ganz gut da. Das heißt, wir können agieren, wir können also wirklich auch ein bisschen was machen. Und im nächsten Monat müsste es dann losgehen. Die nächsten 2 Monate werden auf jeden Fall interessant, wenn wir dann entsprechende Materialien aussäen. Weil wir müssen ja auf jeden Fall ein bisschen daran denken. So, wir nehmen einmal Flüssigdünger. Das sollte reichen. Dass wir natürlich diverse Produktionen hier am Start haben. Und die müssen alle beliefert werden. Die müssen alle entsprechend arbeiten können. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen Gedanken machen, welche Feldfrüchte wir dann auch letztendlich ausbringen. So, soweit so gut. Es bleibt natürlich noch ein bisschen stehen hier, der Container. Und dann zu dem Feld mit dem, ich glaube, Raps ist da drauf. Da fahren wir dann auch hinten rum. So, hier für den Weg landwirtschaftliche Geräte frei. Und auf der Galgenberg gibt es immer was zu tun. Das ist doch schön. So, hier ist das Feld. Wie gesagt, da haben wir vorhin, glaube ich, schon mal geguckt. Genau, Stickstoff. Wie sieht denn der erwartete Ertrag aus? 73%. Raps ist drauf. Okay, aber es sieht nicht danach aus, als müsste hier entsprechend gegen Unkraut noch gearbeitet werden. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das am geschicktesten machen, weil der Helfer wird hier... Ja, helferfreundlich ist das Feld gerade nicht.
Ich denke, wir müssen es auf der langen Seite entsprechend bearbeiten. So, ich glaube, er klappt noch mal einmal aus. Ja. Yep. So. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir mal rüber. Ja, yep, genau, er hier ist voll, weil den können wir auf jeden Fall dann mit dem Helfer parallel laufen lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie kommen wir denn jetzt hier rum? Ja, da hätten wir vielleicht rückwärts ranfahren sollen. Aber es geht. So, dann fahren wir hier lang. Ja, das nächste Mal fahren wir rückwärts ran. Das wird wohl cleverer sein. Eieieiei. Zum Glück ist das Gefährt gut gefedert. Sonst bräuchte man ja was gegen Kopfschmerz. Wir klappen mal aus. Die Arbeitsbreite ist identisch. Wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es nur darum, dass hier ein bisschen mehr Material reinpasst. 2500. So, dann gehen wir hier gleich mal in die Spur. Dann müsste das ja wieder passen. So, Dille. Und dann lassen wir den Helfer hier ein bisschen arbeiten. Sehr schön. Die Schleppschläuche. Sehr, sehr schön. So, hier vorne sollte es keine Probleme geben. Wir haben ja, so wie ich sehe, genügend Vorgewände. Da müsste er das auf jeden Fall packen. Und er wird auf jeden Fall auch noch hier ein paar Runden drehen. So, dann werden wir... Genau. Dann werden wir mal ganz kurz hier in den Fendt steigen. Denn der steht hier ein bisschen im Weg hier an dem Feld. Genau. Und wenn wir hier mit diesen zwei Feldern soweit fertig sind, die soweit vorbereitet haben, dann müssten wir eigentlich auch schon wieder in den nächsten Monat springen können, denn es gibt ja sonst nichts zu tun. Ich meine, zu tun gibt es immer, aber es ist soweit alles aufgefüllt, was die Tierchen angeht, was natürlich unsere Produktionen angeht. So, da vorne arbeitet der Warrior. Sehr schön. Und wir kümmern uns jetzt hier um das Feld, um das Rapsfeld. Ja, und so kommt hier auf der Galgenberg ein Feld nach dem anderen dazu und wir haben immer gut zu tun. So, Dille. Und hinein. Auf los geht's los. Ja, dann machen wir mal ganz kurz hier an. Sehr schön. Ja, oh je, der muss schon Material ausbringen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil der rechts unten nicht anzeigt, dass er irgendwas auch rausmacht. Also, wir haben keinen Verbrauch. Das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Also er zeigt an. Warte mal. Warte. So. Er zeigt an, dass das Feld gedüngt ist, oder? Ah ja, klar. Stickstoff perfekt mittlerweile. Okay, pH-Wert. Aber das machen wir dann im nächsten Jahr oder nach der Ernte. Ja, ich bin etwas irritiert. Er zeigt 1200 an. Why? Er zeigt 1200 an. Aber man sieht auch nicht, dass er spritzt, ne? Also, Augenblick. Ah! Ich denke, ich weiß jetzt vielleicht, woran es liegt. Nee, das kann aber nicht sein. Er müsste ja... Wir haben jetzt natürlich hier... ja, also ich muss wieder ein kleines bisschen ausholen. Normalerweise düngen wir ja immer mit unseren Direktsaatmaschinen oder und düngen ja auch immer vor. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich wirklich eine Grünpflanze im Wachstum dünge. Und da müssten wir doch eigentlich, glaube ich, dieses System hier ranpacken, oder?
dieses, wie heißt es? Ja, wir werden es gleich sehen. Ja, wir fahren mal. Ja, wir haben für Spot Spray, aber ich glaube, das andere System muss an den Traktor, an den Schlepper. Okay. Dann fahren wir mal zum Händler und werden mal schauen, wie wir unseren Schlepper hier modifizieren. Es ist aber trotzdem merkwürdig, weil wir ja, wie gesagt, das Feld zeigt da an, dass es gedüngt ist. Aber er macht natürlich die volle Düngestufe raus oder das volle Material. Ja, dann schauen wir mal. Also ich habe damit noch nicht gearbeitet mit den modifizierten Güllefässern. Da gibt es ja auch für die, den Stickstoffanteil in der Gülle zum Messen gibt es ja eine Erweiterung. Dann natürlich die Spot-Spray-Technologie, die uns hilft bei der Unkrautbekämpfung möglichst genau letztendlich ja das Unkraut zu bekämpfen und wenig Herbizid einzusetzen, aber diese Düngegeschichte, die habe ich jetzt noch nie gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Das müsste aber hier gehen, indem wir den hier modifizieren und das ist dieses Isaria Pro. Okay. Das geht allerdings nur bei Tage. Also hier in dem Fall passt es. Benötigt dieser Sensor Tageslicht, um zu arbeiten. Ja, präzise Düngung über den benötigten Stickstoff. Eine genauere Düngung möglich zu einem höheren Ertrag führt. Wir lassen uns mal überraschen. Also ich denke, wir werden das hier mal dazu nehmen. Konfiguration. Sehr schön. So, das sind jetzt diese Teile hier oben am Spiegel. Motor an. Wieder alles hier angekuppelt. Ja, passt so. Ist oben. Sehr schön. Ja, ich fahre nämlich manchmal als los und das Zeug ist noch unten. Ist natürlich nicht so gut. Jetzt bin ich mal gespannt. So, da müssen wir nämlich mal schauen. Da gibt es bestimmt auch was einzustellen. Und dann probieren wir unser Glück noch einmal. Ja, aber jetzt sehe ich gerade, wir sind wieder bei 22 Minuten. Ja, würde ich doch sagen, wir probieren unser Glück in der nächsten Folge. Also, wie es dann jetzt hier aussieht mit dem Düngen, erfahrt ihr in der nächsten Folge hier von der Galgenberg. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage an der Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.